Hey, liebe The Binding of Isaac, Antiverse-Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Part von jenem Spiel, dessen Namen ich gerade genannt habe und nicht nochmal nennen muss, weil ich total immer noch weiß, wie man ihn wirklich aussprechen sollte und ich die Betonung perfekt beherrsche. Gut, wir machen einen neuen lieblichen Run und ich würde sagen, wir gönnen uns den Klassiker, der gute alte Eden Run. Der Eden Run kann man nicht verkehrt machen und ich habe inzwischen über das Spiel übrigens erfahren, dass man erstmal, welches Item haben wir? Gott, wir haben Polyphemus. Okay. MOP, pass auf, hör mir zu. MOP. Crack the Sky ist auch nicht das Verkehrteste. MOP, hör mir bitte, geh mal rüber, Bombe. Fuck. Hör mir zu, MOP. Verkackt es nicht. Ein Polyphemus-Start, das ist der heilige Gral. Das ist der heilige Gral, den darfst du nicht wegwerfen, okay? Merkt ihr das? Und dann eine Bombe. Das macht alles doch sehr viel lieblicher. Auf jeden Fall habe ich über das Spiel erfahren, dass man sehr viele neue Bosse und neue Ebenen und so ein Shit freischaltet, wenn man erstmal das Blue Baby bzw. Wer war der andere? The Lamp besiegt. Wobei, bei The Lamp weiß ich es gar nicht. Aber wenn man das Blue Baby besiegt, schaltet man einen neuen Boss frei. Deswegen ist natürlich unsere Aufgabe in diesem Run, das Blue Baby zu killen. Und wenn ich jetzt ziemlich stark werde in diesem Run, dann... Hallo, kleiner Pupi. Dirty Mind, Filthy Friends. Yeah! Man könnte sagen, ich habe im Matsch gespielt. Nur wo ich gespielt habe, war kein Matsch. Aber ich bin trotzdem schmutzig. Woher kommt das nur? Auf jeden Fall wäre es nicht verkehrt, wenn ich relativ stark werde für die neue Ebene. Wenn ich da jetzt schon reinkommen kann nach dem Blue Baby, das weiß ich nicht. Aber wenn ich da rein kann, ist eine enorme Stärke, die mir Polyphemus sehr wahrscheinlich ermöglichen wird. Nicht das Verkehrteste. Denn damit könnte ich das Ganze dann direkt schaffen. Apropos, heute ist der 31. Wisst ihr, was das bedeutet? In 3 Tagen kommt Afterbirth Plus raus. Wer war eigentlich der Meinung, dass das irgendwie 2 Wochen bevor das offizielle Add-on rauskommt, dass... Nein! Oh, ich wollte die erste Ebene nehmen, schaffen ohne... Wollt ihr mich verarschen? Was ist das hier gerade? Was soll das? Ach, die gehören mir? Oh! In einem Raum voller Pupis bekomme ich super viele Pupi-Freunde. Seht sie euch an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sie begleiten mich. Meine Armee. Seid ihr bereit, in den Krieg zu ziehen? Ja. Yeah! Ich bin sowas von bereit. Crack the Sky. Mir gefällt ja so auf Scheiße. Aber was ironisch ist, weil eigentlich könnte man sagen, meine Armee ist ein Haufen Scheiße. Seht sie euch an. Ah, so fick. Okay. Gut. Was haltet ihr von meiner Pupi-Armee? Seid ihr auch so ein bisschen verliebt wie ich? Ich auf jeden Fall. Fuck. Was? Gott, ich bin gerade fasziniert davon, Leute. Es tut mir leid, wisst ihr was? Ich will noch einen Raum weitergehen. Denn hier könnte es eventuell... Alter, Envy. Der gute Envy. Der wird bedient. Und ich habe es übrigens wieder nicht geschafft, in der ersten Ebene keinen Schaden roten Herzen nehmen, weil ich es wieder vergessen habe. Ich hätte die Soul Hearts früher mitnehmen sollen. Ich habe nicht dran gedacht. So, opfern die sich selber, um anzugreifen? Wahrscheinlich, oder? Ja. Okay, sie opfern sich, um Gegner anzugreifen. Das heißt, nein! Nicht sterben, meine kleinen Pupis! Ich brauche euch doch noch! Ihr seid meine besten Freunde! Ihr bemalt den Boden so schön bunt! Und wir haben den goldenen Schlüssel. Yay! Komm, such mir den Geheimraum. Ich habe ihn gefunden und wir bekommen ein paar Münzen. Yay. Aber nicht genug, als dass sich lohnen würde, in den Shop zu gehen. Auch insgesamt, ich habe auch noch eine Bombe. Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe nicht wirklich einen Grund, mich... Was, wenn ich eigentlich hier jedes Mal immer wieder reingehe oder wieder rausgehe? Bekomme ich da mehr Pupis? Ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht, wovon es abhängt, ob Pupis spawnen oder nicht. Wahrscheinlich, wenn ich Pupis kaputt mache vielleicht... Ja, da kommen da mehr Pupis raus. Okay, warte mal. Das heißt, ich dachte, die werden gespawnt im Raum, wo Pupis sind generell. Aber nein, da kommen ungefähr 2 oder 3 Pupis pro Haufen raus. Okay. Das ist... Oh, jetzt sterben schon die ersten. Wir haben das Maximum erreicht. Ja. Es ist deprimierend. Also seht es euch an. Das ist meine Armee. Los geht's. Meine Monster, kämpft für mich. Okay. Wir begeben uns einfach weiter in die nächste Ebene. Und die Musik ist ziemlich fancy gerade gewesen. Und ja, ich weiß, ich hätte die Steine an den Seiten wegsprengen können. In der Hoffnung, eventuell so ein Dingensraum zu finden. Der Crawl Space. Aber ich habe es nicht gemacht.
So, warum habe ich jetzt eigentlich, oh Gott, hör auf, dir das Interface anzuschauen, während Gegner brauchen sind MOP. Das ist relativ wichtig. Aber, warum habe ich da so ein komisches Herz? Bekomme ich auch für den getöteten Gegnern Pupi? Da bin ich mir gerade unsicher. Ne, bekomme ich nicht. Okay. Warum habe ich unter der Karte so ein komisches, durchgestrichenes Herz? Ach, das ist der Curse. Ah, das ist, weil ich mein Leben nicht sehen kann. Ich verstehe. Das erklärt sich aus dem Kontext. Common Cold. Naja, gut. Besser als nichts, denke ich. Are you a Wonder Wizard? Nein, das bin ich nicht. Apropos, Pupis, ihr müsst für mich kämpfen. Ich habe Probleme, gerade auszusehen. Es tut mir leid. So, kämpft für mich. Kämpft! Sie kämpfen nicht. Es wurde gerade eine wirklich von so einem Angriff getroffen. Ihr könnt auch Kugeln abfangen. Oh mein Gott, ihr Pupis. Ihr seid die beste Erfindung aller Zeiten. Das wollte ich euch nur mal sagen. So, Arcade-Raum. Problem ist, ich weiß nicht wirklich, wie viel Leben ich habe, aber wir machen einfach mal. Ja, das ist relativ gut gelaufen. Ist auf die Tatsache, dass ich mit dem Bloodbag nicht wirklich was machen will. Ansonsten ist das relativ solide gelaufen. Und ich kann wieder gerade ausschießen. Wundervoll. Dann würde ich sagen, oh Gott, ist es an der Zeit. Oh, zwei Pupis. Zwei Pupi-Haufen im Raum. Yes. Yeah. Nein. Doch, den bekomme ich kaputt. Yes. Seht ihr? Und schon kam ein kleiner Freund da herausgesprungen. Oh, noch mehr Pupis. Ich liebe diese Räume. Wisst ihr, was wir bräuchten? Ich glaube, die habe ich im Spielstand nicht freigeschaltet, die Karte Against Humanity. Ach ja, übrigens, weil sich auch manche Leute gewundert haben, warum ihr Spielstand mit dieser Mod nicht funktioniert. In dieser Mod, das habe ich schon erwähnt, wenn euer Spielstand nicht geht, dann gehe ich mal davon aus, dass ihr das Spiel direkt mit Afterbirth gekauft habt. Hier habt ihr nämlich euren The Binding of Isaac Rebirth Spielstand. Und nicht den aus Afterbirth. Das ist ein Unterschied, der von den Zeiten vor den DLC. Das heißt, wenn ihr das Spiel da kaum bis gar nicht gespielt habt, dann werdet ihr hier nicht allzu viel haben. Aber ich bin mir sicher, findet das ein oder andere Tool, mit dem ihr euch einen Spielstand entschieden könnt. Los! Crack the Sky! Nein! Monster, du Monster! Was hast du getan? Toll Foto. Absolut majestätisch. Er ist einfach in meine Menge reingehüpft. Was haben wir hier? Oh! Erstmal ein Pupi, dankeschön. Gib mir die Scheiße. Ich werde gar nicht darüber nachdenken, Brother Bobby mitzunehmen. Alter, 11 Damage machen wir schon, liebe Leute. 11 Damage. 11. Das wird jetzt übrigens interessant, mit Polyphemus mal zu sehen, wie mein Damage wächst. Weil ich jetzt direkt die Zahl davon habe. Können wir das mal im Auge behalten. Und fuck, bin ich schnell geworden. Und ich sehe aus wie ein Freak. Wie ein Freak! Oh Gott. Haltet euch mal fern von mir, bitte. Finde ich gut. Dankeschön. Okay. Die Musik hier ist mir ein bisschen zu sneaky. Das macht mir Angst. Gefällt mir nicht. Sneaky Musik, lass mich in Ruhe. Dankeschön. So, oh, Pupis. Wir haben Pupis, liebe Leute. Wir haben Pupis. Und die fangen halt echt die Projektile ab, diese Pupis. Fuck, ich kann mir mit denen so einfach so ein Kackschild machen. Oh Mann, ja, wie gesagt, Card Against Humanity wäre so gut. Wobei, vielleicht finde ich auch so noch genug Pupis, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, die wäre echt gut, da die habe ich in dem Spielstand noch nicht frei. Weil ich es noch nicht erwähnt habe. Deswegen habe ich vorhin das mit dem Spielstand erwähnt. Ich meine zumindest, dass ich die in dem noch nicht frei habe. Wisst ihr was? Wir gehen rein. Wir gönnen es uns. Und seht ihr, es hat sich. Was soll's. Ah, ich verliere gar. Okay, ich dachte, ich verliere jetzt alle meine Herzen, wenn ich das mitnehme. Und wisst ihr was? Ich habe es trotzdem getan. Ein geiles Scabby-Item, dann kann man nicht nein sagen. Und unsere Devil Die Wahrscheinlichkeit beträgt 33%. Devil Dies bekommt man übrigens dann, wenn man in der Ebene keinen Schaden an roten Herzen nimmt. Was lustigerweise eine Sache ist, die ich, als ich das erste Eisig gespielt habe, also vor Rebirth, war es eine Sache, die ich nicht wusste, wovon es abhängt, ob man Devil Dies bekommt oder nicht. Ich hatte keine Ahnung. Was nachher betrachtet relativ lustig ist, weil es. Oh nein, der Säumilkmann! Nein! Er hat meine ganze Armee eingestampft. Dieser Haufen Scheiße. Was im Nachhinein relativ lustig ist, weil es eine sehr selbstverständliche Info ist, wie man Devil Deeds bekommt. Aber ich wusste es damals nicht. Warmes Eyeshadow Charm Tears. Bringe, dass ich hin und wieder pinke Tränen verschieße. Abhängig von meinem Luckstat. Davon hängt es ab, wie viel ich davon verschieße. Und die bringen, dass wenn ein Gegner davon getroffen wird, dann ist er ein bisschen verliebt in mich. Und dann greift er seine eigenen Freunde an. Man könnte sagen, Charm Tears sind ziemlich hart kacke. So, und das hier wird wohl der Shop sein. Mh, 15 Münzen, dankeschön, aber ehrlich gesagt habe ich kein Interesse am Fanny Pack. Oh, der Drift der Lage, Larry!
Langer Larry. Mach dich mal bitte. Ja. Wisst ihr was? Wir lassen den Larry jetzt einfach mal... Und er wurde gechabt. Wir lassen den Larry jetzt einfach mal durch die Gegend kriechen. Und er kann mal ein paar Pupis legen. Okay, es dauert mir zu lang. Fick dich, Larry. Ist nicht mehr so cool, wie du früher mal warst, Larry. Weißt du das? Früher mochte ich dich. Heute bist du noch einer unter mit tausenden Larrys. Wir nehmen das AP ab jetzt schon mal mit. Und Devil Deal. Oh Mann, der MOP, da liegt Brimstone. Warum nimmst du ihn nicht mit? Ich will keinen langweiligen Brimstone-Run. Ich möchte beiden Polyphemus-Run. Ich meine, Brimstone bekommt man so oft, aber Polyphemus? Den bekommst du nicht so oft. Den kannst du nicht einfach weggeben und sagen, oh, ich wollte doch lieber Brimstone mitnehmen. Außer habe ich das Gefühl, dass Polyphemus eh stärker wäre. Falls ihr euch wundert, Polyphemus bringt. Weil ich das auch noch nicht erwähnt habe. Ich wollte ja wieder ein paar Sachen erklären. Gott, ich finde es echt nicht gut, dass ihr mal die Pupis töten könnt, ihr Fuckviecher. Polyphemus bringt, dass ich so fette Tiers verschieße, die dann, je weiter sie fliegen, immer kleiner werden. Also die machen dann eigentlich immer noch relativ ordentlichen Schaden. Und die fetten Tiers, die ich verschieße, die machen halt extrem viel Schaden. Das heißt, Polyphemus ist ein sehr, sehr starkes Item, weil man damit sehr schnell an unglaublich starke Tiers kommt. Und das ist ziemlich majestätisch für mich. Ja. Und natürlich machen wir zwischendurch noch ein paar Pupis kaputt. Das hat zwar nichts mit Polyphemus zu tun, aber ich wollte es trotzdem anmerken. So, und du, kleiner Mann. Wenn man richtig genau an ihm dran steht, kann man ihn mit einem halben Herz zweimal so füttern quasi dann. Was ist das? Chaos Card. Ich weiß nicht, was sie macht. Chaos Card! Ach, das war die. Oh, das war die. Das ist die Karte, wenn ich die auf den Gegner werfe, wird der gewonnen-hittet. Oder man wirft sie gegen die Wand. Wie ich. Ich wusste nicht, was sie macht. Balls of Steel, zwei Soul Hearts. Absolut majestätisch. Absolut, absolut majestätisch. So, sterbt. Puppy, geh auf. Wie gefällt sich das meine... Oh, der Wiggle Worm ist ein Trinket, welches auf den ersten Blick bringt, dass meine Tiers nur in einer seltsamen Linie fliegen. Auf den zweiten Blick weiß der Kenner natürlich, dass der Wiggle Worm auch zusätzlich noch ein kleines Tiers abbringt. Das heißt, meine Feuerrate ist ein bisschen erhöht. Das müsste man... Oh, das sind Pupis mit Mais drin! Oh mein Gott! Seht ihr, kommen Mais-Pupis raus! Pass auf, Feuerrate ist jetzt... wenn ich den Wiggle Worm weglege... Shit. Nee, sie ist bei 5 und mit ihm ist sie bei... Müsste aber eigentlich erhöht werden dadurch, wenn ich richtig liege. Ja, wie auch immer, gehen wir hier rein. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Chocolate Milk! Bringt, dass man Tiers aufladen kann. Mein Fall bringt es Brock! Eine ziemlich fette Träne. Die bereit ist zu töten. Ja, damit sollte ich jetzt jeden Gegner ziemlich hart one-hitten. Wundervoll, das geht in eine sehr interessante Richtung aktuell. Bin ich großer Fan und das war ein Tinted Rock, falls ihr es nicht gesehen habt. Das war definitiv ein Tinted Rock. Hey Greedo. Hey Greedo, fick dich. Gute alte Chocolate Milk. Hat die ganze Dynamik des Runs geändert. Aber das finde ich interessant. Das ist allgemein eine ziemlich coole Sache an den... Ja, da kennt man eigentlich insgesamt die guten Items aus Isaac, welche die... Die ganze Dynamik des Runs ändern, wo man auf einmal seinen ganzen Spielstil ein Stück weit ändert, wenn man das Item mitnimmt. Und man trotzdem nicht komplett scheiße ist, wie es bei vielen der Fall ist. Und da ist Chocolate Milk 1 davon. Man spielt komplett anders in der Regel, weil man, um normal zu feuern, dann immer so tippen müsste, was relativ schnell gehen würde übrigens. Aber man will in der Regel... Oh, was ist das für ein Fuckteil? Man will in der Regel die aufgeladenen Schüsse erfeuern, weil sie viel stärker sind. Und das ändert alles. Alles ändert es. Oh mein Gott. Flatworm, der macht Block. Das ist eine fette Träne, bekommen die den Gegner wegstößt. Nehmen wir mit. Crack the Sky! Es sieht vielleicht nicht danach aus, aber wenn Cracked... Ach nee, Moment, Crack the Sky war ein Rebirth-Scheiße. Das wurde erst in Afterbirth halbwegs akzeptabel. Mein Fehler. Wollte gerade sagen, Crack the Sky sieht scheiße aus, aber wenn es trifft, ist es relativ stark, aber... Nur bedingt. Will ich jetzt zu dem Demon Judgment Haufen scheiße? Nein, will ich nicht, wir gehen weiter. Wir gehen einfach weiter. War ich doch, ich war im Goldrun, weil ich die Chocolate Milk her. Genau! Aber wir sind schnell unterwegs, das heißt, eventuell können wir sogar einen geilen Boss-Rush mitnehmen. Unter Umständen, weil ich einen Boss-Rush mitnehmen möchte. Pupis! Oh nein, ihr Pupis, haltet euch fern von mir. Ja, ihr werdet gepupt. So, ich muss aufpassen, dass ich die Pupis jetzt nicht alle kaputt mache, weil ich will noch ein paar für mich behalten. Was zum... Oh, das ist nicht nett. Entschuldigung. Ihr hört nicht auf, wenn alle Gegner besiegt sind, okay? Gut. Dann werden wir uns von dem Raum da oben... wir werden uns nicht von dem fernhalten, weil ich nochmal durch muss. Entschuldigung. Gute Kisten, gib mir ein Guppy-Item. Oh mein Gott! Guppy's Tail! Bringt, dass wir sehr viel weniger Schlüssel finden. Allerdings auch sehr viel mehr goldene Kisten.
Deswegen ist man eigentlich ein Stück weit verflucht. Gute Sache ist aber, dass ich die Karte habe, die meine Schlüssel verdoppelt. Ace of Spades war... Two of Spades. Ich meine, das war doch doppelte Schlüssel, oder? Ich glaube schon. Wie auch immer, das ist relativ gut. Und Guppy's Tale bedeutet, dass es auch Guppy Item Nummer 2 ist. Da uns in dieser Ebene sehr wahrscheinlich ein Devil Deal bevorsteht. Oder wir noch mindestens einen vor uns haben. Ist wahrscheinlich ja noch gar nicht so gering, dass wir auch noch das dritte Guppy Item bekommen. Und ihr wisst ja, wie man sagt, 3 Guppy Items und das Glück ist dein. Stellt euch mal vor, wenn ich zusätzlich zu den kleinen Pupis hier... Nein, nicht aufmachen. Poison Tier Scorpio, dankeschön. Wenn ich zusätzlich zu den kleinen Pupis hier noch jede Menge Fliegen spawnen würde. Wäre es nicht der Shit? Das wäre der Shit. Oh. Und da ist ein Tinted Rock. Fuck. Nee, ich öffne die goldenen Kisten, auch wenn es verlockend ist. Nicht öffnen, ganz wichtig. Nicht die Kiste öffnen. Naja, wisst ihr was? Von den Items, die ich mir in diesem Run noch wünschen würde und die wir auch noch bekommen könnten. Ich denke, das ist wirklich so... drittes Guppy-Item ist wirklich so mein Gewinner dafür. Ah, fuck. Oh, ich hasse diese... Haufen. Stirb. Ja, das gibt mir 2 Schlüssel. Gehen wir rein. Blue Map. Fuck. Blue Map ist nicht das, was ich zwangsweise möchte. Es ist der letzte Shop, also was soll's. Ah, Blue Map bringt, dass alle Geheimräume soweit aufgedeckt werden. Was jetzt vielleicht auch nicht verkehrt ist, aber... Yay, rote Herzen. Die bringen mir ja aktuell viel. Wahnsinn. Shit, mit dem einen Geheimraum wäre ich gerade in den Goldraum gekommen. Hätte ich das mal früher gewusst. Na egal, na egal. Ah, fällt mir auf, ich habe ja sogar... Ach, das ist gerade mal Nekropolis 1. Ja, fuck. Was zum Fick ist das? Das ist gerade mal Nekropolis 1. Ich glaube, für den Boss-Rush bin ich doch zu langsam. Verschwende mich gerade unglaublich viel Zeit. Evil Charm, Luck up. Erhöht mein Luck um 2 und die Wahrscheinlichkeit auf einen Devil Deal um 3%, okay? Hängt die Devil Deal Wahrscheinlichkeit auch ein Stück weit vom Luckwert ab? Denn dieses Gefühl habe ich gerade. Oh, da war eine Kiste. Würde ich sehr gerne mitnehmen. Denn da könnte eventuell ein Schlüssel drin sein. Das ist eine Bombe. Entschuldigung. Oh, der will meine Pupis töten. Lass meine Pupis in Ruhe. Wer bist denn du? Skelettmann, lass mich bitte in Ruhe. Mein Schaden könnte aber echt auch noch höher sein. Fällt mir gerade auf. Ich meine, er ist jetzt nicht niedrig, aber... Ist auch nicht übermäßig hoch. Und es ist der Kampf gegen Krampus. Lump of Coal, bitte. Lump of Coal wäre der Shit. Lump of Coal bringt nämlich das... je weiter meine Tränen fliegen, dass sie dann... Okay, wir haben Head of Krampus. Hat sich erledigt. Aber Lump of Coal würde bringen, je weiter meine Tränen fliegen, desto stärker werden sie. Was in Kombination mit dem hier relativ gut ist, weil es das ein bisschen ausgleicht, dass sie dann, je weiter sie fliegen, immer schwächer werden. Aber ich habe es eh nicht bekommen, also hat sich das soweit erledigt. Dafür mit dem Head of Krampus, welcher auf jeden Fall besser ist, als die Scheiße, die ich davor hatte. Ja, komm schon, geh weg. Den habe ich bedient, verdammte Scheiße. Beziehungsweise meine Pupis. Meine kleinen Pupis, habe deinen bösen Mann getötet. Wisst ihr, was das ist? Exakt, das ist Guppy-Item Nummer 3. Wir sind Guppy. Das bedeutet, Guppy zu sein, ist eine Transformation, die man bekommt, wenn man 3 Guppy-Items hat. Oder mehr, logischerweise. Aber sobald man 3 hat. Und damit feuern wir mit jeder Träne, die einen Gegner trifft, beziehungsweise jedem Projektil, das einen Gegner trifft. Oh, wir haben Curse of the Maze, das ist eklig. Jedem Projektil, das Gegner trifft, schaffen wir Fliegen. Welche, fuck, was war das? Ich glaube, 2,5 mal so viel Schaden wie eine Träne von mir ausrichten. Oh ja, man hat relativ viele Fliegen. Und die machen relativ viel Schaden. Und das ist relativ super. Das heißt... Yay, yeah, Leo, Stompy. Ich kann alles zerstampfen. Wundervoll. Dann muss ich keine Bomben mehr für Shit einsetzen. Was ist das? Oh, da kann ich... Okay. Da kann ich Aufladungen für mein Spacebar-Item erspielen. Okay. Das ist relativ interessant, so hier richtig positionieren, damit wir auch damit wir richtig... Okay, ja, kann man doch nicht öfter spielen, wie es aussieht. Das macht mehr Schaden, als es sollte. Aber gut, so viel dazu. Wir sind unglaublich stark jetzt in diesem Run, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Falls ich das nochmal erwähnen muss, Guppy und dazu noch die Pupis. Wir sind ein unverwundbares Schild.
Mit jeder Menge Verteidigung und jeder Menge Angriff. Unverwundbar würde ich jetzt vielleicht doch nicht zwangsweise unbedingt dazu sagen, aber wir sind relativ stark. Wenn ich den Converter, welcher aus Soul Hearts rote Herzen macht, aber warum soll ich das wollen? Oh, ich habe keine Herzen, das ist scheiße. Kein Geld. Egal, gehen wir weiter. Piu, 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 piu. Oh, und ich zertrampel Felsen, das ist eigentlich gar nicht mal so gut. Das macht nämlich meine ganze Deckung kaputt. Und wenn ich den kleinen Mann in die Luft sprenge, sollte meine Chance auf den Devil Deal steigen. Pass mal auf. Oder wenn ich ihm helfe. Ich glaube, er braucht, wenn ich ihm in die Luft sprenge. So, kleiner Mann. Wir haben 33% und jetzt haben wir 42. Seht ihr? Und ich bekomme zwei geile Schlüssel dafür. Dem hätte ich auch Geld geben können und... Komm, öffne die Kiste. Und hätte ich ihm Geld gegeben, hätten wir dafür... Ich sollte die Schlüssel jetzt mal anfangen zu sparen. Hätte ich ihm Geld gegeben, hätte er dafür eventuell irgendwann mal angefangen, Items zu geben oder so, aber... hatte keine Lust darauf. Haben wir hier einen Crawl Space irgendwo? Oh fuck, wir schaffen noch einen, wir schaffen noch Boss Rush. Pass mal auf. Boss Rush! Ist das der blaue Mom? So, das war relativ geschmeidig. Wir nehmen das Polaroid mit. Wir schauen in den Devil Deal. Wir nehmen das mit. Temporary Demon Form. Ja klar, was auch immer. Und dann nehmen wir den Goathead noch mit. Einfach, weil ich meine Herzen loswerden will. Meine roten. Okay. Was haben wir denn hier? Blankheart, Sissy Longlegs, Firebombs und... Blankheart kann eigentlich echt gut sein. Damit können wir nämlich Tarotkarten und sowas immer regelmäßig verwenden. Alle paar Räume. Damit kann man eigentlich unter Umständen einiges anfangen. Nehmen wir die mal mit. Sonst bin ich mal gespannt, ob der Boss Rush hier überarbeitet wurde oder... es ist noch der gleiche. Also es ist der Special Boss Rush mit den Special Gegnern. Das heißt, dieser Fuck... dieses fuckriechende Fuckwurm-Fuckviech war gar nicht so schlimm, weil er keine Bomben gegeben hat. Beziehungsweise nicht Bomben gegeben, sondern ich habe gerade den Stein gesehen, verzeiht mir. Weil er keine Pupis von sich gegeben hat, die ganze Zeit überliegen. Das ist nämlich das große Problem an dem Boss Rush hier. Es gibt den einen Gegner, der relativ nervig auszuschalten ist und der legt Pupis, die einem per Berührung schaden und die nicht weggehen. Die bleiben dann für den Rest des Kampfes immer hier. Das sind die schlimmsten. Falls ihr euch wundert, warum ich meine Träne nicht mehr auflade, das liegt daran, wenn ich so schnell feuere, generiere ich viel mehr Fliegen. Weil ich mir jeder Träne eine generiere und die Fliegen machen eh mehr Schaden. Dementsprechend wollen wir einfach nur jede Menge Fliegen haben. Ja, so einfach ist es. Wir wissen echt, was wir jetzt machen werden. Ich werde jetzt hier eine Bombe legen. Ja, tut mir leid, ich konnte es nicht abhaben, dass er dieses Fakt hält die ganze Zeit. Ich schaue uns mal die Demon-Form an. Oh! Wir haben einen kleinen Brimstone. Ha. Vielleicht will ich das doch lieber behalten. Wenn ich so für einen... Moment, habe ich jetzt für den ganzen Raum Brimstone? Ja, scheinbar. Okay. Das erleichtert einiges, weil wie ihr seht... Hey, es war eine neue Chap-Chap-Form. Wie ihr seht, generiert man relativ viele Fliegen mit Brimstone. Wundervoll. So, Monstro 2, was ist der Plan? Und Gish? Ich lade die Scheiße auch unerwartet schnell auf. Okay, ich denke, wir können uns darauf einigen, dass das ein relativ starker Run ist. Und ich werde definitiv meine temporäre Demon-Form behalten. Weil ich das Gefühl habe... Ups, Pin, Verzeihung. Er ist voll in meine Fliegen rein. Habt ihr das gesehen? Das war ziemlich übel für ihn. So, weil ich das Gefühl habe, gegen eventuelle schwerere Bosse könnte diese Demon-Form gar nicht mal so verkehrt sein. Weil ein Brimstone ist... Ups. Ein Brimstone ist einfach verfickt stark. So. Habt ihr das jetzt überstanden? Der Boss Rush ist immer eine relativ nervige Sache. Und das hier ist halt echt noch der alte Boss Rush. Okay, das sollte die letzte Welle sein. Der alte Boss Rush ist richtig nervig, weil da immer die gleichen Gegner in der gleichen Reihenfolge kommen. Ah ne, als letztes kommt das hier mit den beiden. Mit den beiden Bosskämpfen, die übrigens unabhängig von der Ebene überall erscheinen können. Headless Horseman und... Dingens. Judas Shadow. Judas Shadow würde meinen Angriff verdoppeln, wenn ich gestorben bin. Problem ist, dafür müsste ich mich 10-mal umbringen. Ich wüsste auch aktuell nicht wie. Allerdings scheint mir Judas Shadow sehr verlockend zu sein. Judas Shadow, will ich ihn oder will ich ihn nicht? Das ist die Frage. Will ich Judas Shadow oder will ich Judas Shadow nicht? Entschuldigt mal. Ich überlege gerade noch. Ich überlege, wie ich mich umbringen kann. Wir werden in den Judas Shadow Modus gehen. Ich meine, fuck, doppelt so viel Damage.
Dann kann ich nicht Nein sagen. Dann machen wir nicht 11, sondern 22. Und 22 ist ziemlich gut. Außerdem haben wir jetzt aktuell, dadurch, dass ich die Gold halt beim Devil Deal mitgenommen habe, übrigens eine 100%ige Chance auf den Devil Deal, welche allerdings in diesem Stadium des Spiels nicht mehr allzu viel bringt, weil man hat im normalen Rebirth zumindest nur noch ein Devil Deal vor sich. Hier haben wir jetzt sogar noch mehr. Zwei Stück müssten wir vor uns haben sogar. Ja. Aber hey. Sollen wir hier einen Tinted Rock? Ja, da ist einer. Pass auf. Seht ihr das? Warte. Lass mich mal. Der aufklärende Moggy. Der aufklärende Moggy zeigt euch, dass hier ein Kreuz ist. Habt ihr es gesehen? Pass auf. Ich mache jetzt weg. Kaboom. Seht ihr? Auf dem Stein. Da ist das Kreuz. Ups. Ich muss wieder. Okay. Und da ist. Da sind die geilen Herzen. Fuck, warum habe ich die mitgenommen? Ich wollte mich doch umbringen. Da wären die zwei Soulhearts eigentlich perfekt gewesen. Ah, was auch immer. Goldene Kiste werden wir mal nicht mitnehmen. In goldenen Kisten können echt gute Sachen drin sein. Allerdings finde ich aktuell nicht viele Schlüssel durch Guppy's Tale. Deswegen sollte ich ein bisschen die lieber aufheben. Weil es später noch Ebenen gibt, wo mir Schlüssel sehr, sehr viel bringen werden. Beziehungsweise mindestens eine Ebene. Und dafür würde ich es mir viel lieber aufheben. Der goldene Schlüssel allerdings ändert so einiges an der Situation. Denn damit können wir die Scheiße für umsonst öffnen. Yay, eine Gratiskiste. Da ist Geld drin. Yay, das bringt mir viel. Okay, gehen wir weiter. Wir sind ganz geschmeidig unterwegs, würde ich sagen. Und wir suchen den Boss und dann. Das ist Tammy's Set, den kann man in einem Raum einsetzen, wenn man ihn zusammen mit Chocolate Milk einsetzt. Man schießt ja immer so Tränen um sich herum. Und wenn man davor mit Chocolate Milk auflädt, dann schießt man sehr große Tränen um sich herum. Die machen sogar mehr Schaden als die normalen Tränen, die ich so habe. Jetzt die Frage, Temporary Demon Form oder Tammy's Set? Schwarzes Herz, dankeschön. Temporary Demon Form oder Tammy's Set? Da war ein Tinted Rock. Ein Bob's Brain nehmen wir mal nicht mit. Das ist nämlich nicht gut. Vertraut mir da einfach. Ihr wollt Bob Spray nicht. Kaboom! Wisst ihr was? Tammy's Head gefällt mir. Oh mein Gott, ich kann da rote Pupis rausbekommen. Oh, rote Pupis! Ja! Yeah. Oh, ist so cool, dass man da auch verschiedenfarbige bekommen kann. Oh mein Gott, was wenn ich einen goldenen Kacke auf irgendwo gefunden hätte, hätte ich jetzt goldene Pupis. Oh, das wäre der Shit. Hey, Dev. Bye, Dev. Danke für den Cube of Meat. Was haben wir hier? Drei rote Kisten. Das ist eine sehr traurige Ausbeute. Sehr, sehr traurig. So, gehen wir weiter. Und sind gerade wirklich viele von meinen Pupis am Feuer gestorben. Gute Arbeit. Ihr alle. Sehr, sehr gute Arbeit. Woran seid ihr jetzt gerade gestorben? Ach, vielleicht sind sie gestorben, weil es die Roten sind. Vielleicht leben die Roten nur bedingt lange. Das könnte sein. Ja. Left Hand, das Trinket, was da rumliegt, würde bringen, dass nur noch rote Kisten gespawnt werden. Allerdings habe ich meine Guppy-Items schon, das heißt, dann wäre eine rote Kiste. Das heißt, ich habe nicht allzu viel Interesse an den roten Kisten mehr. Bringt mir eigentlich nicht mehr wirklich was. Da sind mir die goldenen lieber. Vor allem können wir auch normale Kisten noch finden und da können, und da können, wenn wir Glück haben, natürlich, wie wir alle wissen. Wir nehmen das mit. Auf Babylon. Das war eine scheiß Idee. Das war eine richtige scheiß Idee. So ein Herz habe ich jetzt wieder. Auf Babylon bringt, dass ich mehr Schaden mache, wenn ich ein halbes rotes Herz oder weniger habe. Problem ist jetzt allerdings gewesen, dass ich alle meine Herzen verloren habe in dem Devil Deal. Allerdings habe ich jetzt noch mehrere Leben. Das heißt, jetzt ist die Gelegenheit. Wenn wir jetzt nicht in den Dingenszustand gehen, in den ich gehen will, dann werden wir das nie machen. Dafür werde ich bei Tammy's Set bleiben lieber. Ups. Okay, ich komme hier nicht raus ohne Schaden. Doch, ich komme hier raus ohne Schaden zu nehmen. Kann ich nicht auch. Geh raus. Okay, es kann ein bisschen dauern jetzt, Leute, aber. Ey, will sicher gehen, dass ich da noch wirklich draußen bin, wenn ich in meinen Zustand komme, in den ich gehen will. Das ist riskant, was ich mache, aber wir behalten im Auge. 11 beschissene Punkte Schaden mache ich. Übrigens, wenn man fliegen kann, kann man gratis in den Raum immer rein, falls ihr euch wundert. So, letzte Wiederbelebung. Und 31 Schaden.
Und natürlich wurde ich jetzt drin gespawnt. Allerdings 31 Schaden, Leute. Seht ihr diese Tränen? Seht ihr die Scheiße? Das ist der Shit, für den wir hier sind. Allerdings habe ich keine Herzen. Das ist sehr problematisch. Wir haben hier auch nirgendwo welche rumliegen, oder? Nein. Natürlich nicht. Oh. Secret Exit freigeschaltet. Fuck! Ich wollte zu viel. Ah, das war auch, darf ich auch mal drüber reden, dass es Bullshit war, dass ausgerechnet bei dem einen Mal, wo ich mich umgebracht habe, dass ich dann draußen drin gespawnt bin wieder. Was soll das für eine Scheiße gewesen sein? Und wisst ihr was, ich hätte das Ganze nochmal genauso gemacht. Habt ihr den Schaden gesehen, den ich gemacht habe? Fucking Laseraugen. Das ist Bullshit. Ich würde es wieder tun. Und ich habe irgendwas freigeschaltet. Das ist ziemlich cool. Okay, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. With the Mario Brothers and plumbing's a game, we're not like the others who get all the fame. If you think it's in trouble, you can call us on the double. We're faster than the others, you'll be hooked on the brothers.